Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch 5 Tipps an die Hand geben, wie ihr in dieser manchmal doch recht stressigen Weihnachtszeit Kraft tanken könnt. Und wir machen das kurz und knackig. Das erste, und das ist auch so, diesen Tipp habe ich schon so oft rausgegeben, ist Meditation. Das ist für mich einfach das Nonplusultra, um Kraft zu tanken. Sich hinzusetzen, 5 Minuten Ruhe zu genießen, zu atmen und sonst nichts zu tun, das bewirkt so viel. Und das könnt ihr halt 3-mal am Tag machen, wenn ihr möchtet. Ich mache das 1-mal am Tag, so 15 bis 20 Minuten, manchmal auch ein bisschen länger, manchmal auch 2-mal am Tag, so wie ich das einfach brauche. Aber Meditation ist für mich der Nummer 1 Top-Tipp, um Kraft zu tanken. Und das ist für Anfänger super, super simpel. Es gibt ein Video dazu auf meinem Kanal. Es gibt geführte Meditationen auf YouTube, auch auf meinem YouTube-Kanal. Und dann probiert das einfach mal aus. Macht es einfach mal, Meditation ist super genial. Mein 2. Tipp, um Kraft zu tanken, ist Yoga. Ihr wisst, ich habe im Oktober damit angefangen, Yoga zu betreiben und mache das tatsächlich auch immer noch, nicht mehr jeden Tag, aber so 2, 3, 4 Mal die Woche. Und mir tut das so gut. Ich mache das meistens abends und dann gibt es ja verschiedene Yoga-Richtungen und dann mache ich es entweder, um runterzukommen, wenn ich einen sehr stressigen Tag habe, viel in meinem Kopf war, um runterzukommen, um mich zu entspannen, oder aber um nochmal frische Energie zu tanken, weil ich mich halt nochmal für 2, 3 Stunden an den PC setzen muss beispielsweise. Aber Yoga kann ich auch sehr empfehlen. Es gibt wirklich auch so Einheiten, die macht ihr 5 Minuten, 10 Minuten und seid einfach wieder ein bisschen lockerer, habt wieder ein bisschen mehr Kraft und Energie. Mein 3. Tipp ist bewusstes Atmen. Das ist so der Quickie, würde ich sagen. Wenn es echt mal richtig so ist, Fenster aufmachen. Oder in meinem Fall ist es bei mir immer die Tür zur Terrasse raus. Groß aufmachen, dann stelle ich mich dahin und atme 3-mal tief ein und aus. Also so richtig tief in den Bauch ein und so ganz lang wieder aus. Also so lang wie es geht, um einfach diese frische Luft mal wirklich ganz bewusst einzuatmen, sein Gehirn wieder mal damit zu füllen, was natürlich auch super ist, ist draußen zum Beispiel spazieren zu gehen. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, das schaffe ich einfach auch nicht jeden Tag und das ist so mein Quickie. Tipp Nummer 4 sind bewusste Auszeiten. Also ganz klar zu sagen, heute Mittag 1/2 Stunde, egal was ihr dann machen wollt, ob ihr schlafen wollt, ob ihr lesen wollt, ob ihr eine Meditation machen wollt oder ob ihr irgendwas malen wollt, irgendwie kreativ sein wollt oder ob ihr euch einfach nur hinsetzen wollt und mal schauen wollt, was passiert. Aber so mal ganz bewusst zu sagen, alles aus, Handy dann vielleicht auch nicht unbedingt, Instagram. Instagram spendet mir keine Kraft. Das ist nur eine Ablenkung, aber es spendet mir keine Kraft. Oder abends mal zu sagen, okay, heute Abend mache ich nichts. Da shoppe ich nicht irgendwelche Geschenke im Internet, da packe ich keine Geschenke ein, da bastel ich nicht irgendwelche Geschenke oder back Plätzchen. Heute Abend setze ich mich einfach nur hin, lass mich vom Fernseher von mir aus besudeln, lese irgendwas, nehme ein heißes Bad, irgendwie sowas. Finde ich super wichtig. Und mein 3. Tipp ist Ernährung und Bewegung. Es ist ja immer so, in der Weihnachtszeit, da nehmen wir so viel zu. Muss ja gar nicht sein. Ich finde sowieso, wenn man halt viel Plätzchen und Lebkuchen und Braten und sowas und Bratwürste und viel Alkohol, Glühwein in sich reinstopft, der ganze Körper verbraucht ja die Energie, um das irgendwie verdauen zu können, verarbeiten zu können. Und die Kraft brauchen wir jetzt in der Weihnachtszeit eigentlich für was ganz, ganz anderes. Deswegen, für mich sind das Besonderheiten. Also für mich gibt es den Braten halt wirklich nur zu Weihnachten. Die Bratwurst und den Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, das muss es für mich nicht sein. Das macht die Weihnachtsmarktatmosphäre für mich nicht aus. Plätzchen und Lebkuchen gibt es wirklich sehr begrenzt. Also auch das ist was Besonderes. Das stopfen wir nicht in uns hinein. Und wenn ich weiß, okay, heute wird es vielleicht mal ein bisschen mehr, dann achte ich halt darauf, dass ich das wieder ausgleiche. Den Tag zuvor, den Tag danach, durch Smoothies, durch frisch gepresste Säfte, die vielleicht auch noch so ein bisschen Detox-Wirkung haben, indem ich halt einfach dann ein bisschen weniger esse, ein bisschen gesünder esse, mehr Obst und Gemüse esse, weniger Kohlenhydrate und Fette. Dass ich schaue, dass das so ein bisschen ausgeglichen ist, weil ihr müsst bedenken, das, was ihr da in euch reinmampft, der Körper braucht ganz, ganz viel Energie, um das zu verarbeiten und die Energie fehlt uns dann wieder an allen anderen Stellen. Und Bewegung ist natürlich auch wichtig. Ihr weißt, ich bin kein Typ, der jetzt hier 3 Kilometer, 30 Kilometer joggen geht.
Aber Yoga ist für mich Bewegung. Spazieren gehen ist für mich Bewegung. Ein bisschen durch die Wohnung tanzen ist für mich Bewegung. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Achtung, das ist ein großes Geständnis, ich liebe die Weihnachts-CDs von Wolfgang Petri. Ich liebe sie seit Jahren und ich tanze gerne dazu. Also auch das ist Bewegung. Einfach halt mal zu schauen, ne? Sich zu lockern, so Gegenbewegungen zu machen zu den Bewegungen, die man halt so, oder den Haltungen, die man so im Alltag hat. Und das einfach so ein bisschen zu lockern. Auch dadurch bekommt man wieder neue Kraft und Energie. Ich hoffe, meine 5 Tipps haben euch gefallen. Probiert sie gerne mal aus und schreibt mir in den Kommentaren, wie es bei euch funktioniert hat. Oder vielleicht habt ihr auch super Tipps, wie man kurzfristig schnell Energie und Kraft tanken kann. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss.